Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer achten Vorlesung im Fach Biologische Psychologie. Im ersten Teil der heutigen Sitzung haben wir kennengelernt, wie unsere Muskeln eigentlich aufgebaut sind, wie wir sie innervieren und wie die eigentlich arbeiten, also wie sich hier diese unterschiedlichen Filamente gegeneinander verschieben, um eine Kontraktion eines Muskels zu realisieren, wie wir diese Kontraktion über Alpha- und Gamma-Motoneurone ansteuern und wie wir Informationen über 1a, 1b und beta-sensorische Neurone zurückmelden. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir eigentlich genau dieses motorische System steuern. Und den ersten Steuerungskreislauf, den wir dabei kennenlernen, sind die sogenannten Reflexe. Die Reflexe, die haben wir schon mal ganz kurz kennengelernt, an diesem minimalen Beispiel eines neuronalen Netzwerks, also zu dem Zusammenspiel aus einem sensorischen, einem Interneuron und einem Motorneuron, also aus dem Zusammenschluss von drei Neuronen, die hier schon eine Informationsverarbeitung leisten können. Und diese Reflexe, die sind nicht nur so einfach aufgebaut, sondern da gibt es auch ganz viele Unterarten von Reflexen. Wir können hier beispielsweise Eigenreflexe und Fremdreflexe unterscheiden. Eigenreflexe zeichnen sich dabei dadurch aus, dass hier Reiz und Antwort im gleichen Organ liegen. Also mein Reiz wirkt hier also auf einen Muskel, diese Information wird verschaltet und wird an den gleichen Muskel zurückgeleitet. Das sind in der Regel sogenannte monosynaptische Verbindungen. Da haben wir also eine direkte Verschaltung zwischen sensorischem und motorischen Neuronen, ohne dass hier noch großartig andere Leitungsbahnen involviert sind. Auf der anderen Seite haben wir sogenannte Fremdreflexe. Hier liegen das Reiz und Antwort nicht im gleichen Organ. Also hier wird beispielsweise ein Muskel gereizt, Information wird dann zurückgeleitet und die Antwort läuft auf einen anderen Muskel zurück. Das bedeutet hier haben wir mehrere Verschaltungsstellen. Diese Fremdreflexe sind also polysynaptisch, hier sind also mehrere synaptische Verbindungen relevant. Schauen wir uns jetzt erstmal die monosynaptischen Reflexe genauer an. Hier, der klassische Ablauf ist, ein ganz bestimmter Reiz dehnt einen Muskel. Das kennen Sie, das ist so unser klassischer Kniesehnenreflex beispielsweise. Also wenn Sie mal beim Arzt sind und der testet Ihre Reflexe, dann legen Sie Ihre Knie aufeinander und der Arzt haut mit so einem kleinen Hammer auf Ihre Kniesehne. Dadurch dehnt dieser Schlag auf die Kniesehne, dehnt also unseren Muskel. Jetzt denken wir dran, was wir im ersten Teil der Vorlesung gelernt haben. Dieses Dehnen des Muskels aktiviert hier unsere 1a-Fasern, also diese intrafusalen Muskelspindeln versorgen. Dieses afferente Signal läuft jetzt über das Hinterhorn, also dorsal am Rücken, in unser Rückenmark ein und wird hier verschaltet auf ein Alpha-Motorneuron. Das ist eben hier diese monosynaptische Verschaltung. Hier haben wir also eine direkte Verschaltung von unserem sensorischen Neuron auf unser motorisches Neuron. Dieses Aktivieren unseres motorischen Neurons führt dann dazu, dass sich unsere extrafusalen Muskelzellen kontrahieren, also zusammenziehen. Das ist dann, was passiert. Sie hauen auf diese Sehne drauf und ihr Bein bewegt sich nach oben. Das ist natürlich nicht nur relevant, wenn Sie beim Arzt sind, sondern das ist auch ein ganz wichtiger Schutzmechanismus für uns, beispielsweise wenn wir stolpern. Wenn wir also eine Gehbewegung machen und in dieser Gehbewegung wird unser Bein durch ein Hindernis gebremst, dann wirkt sich dieses Bremsen unseres Beines auf eine Dehnung des Muskels auf. Und wir können hier eben reflexartig auf dieses Bremsen mit einer Gegenbewegung reagieren, die verhindert, dass wir nach vorne umfallen. Bei diesen monosynaptischen Reflexen ist auch immer natürlich noch ein weiterer Prozess beteiligt, nämlich eine gleichzeitige Hemmung eines gegensteuernden Muskels. Wir haben ja in der Regel für jeden Muskel einen Gegenspieler, also für unseren Bizeps, der unseren Arm beugt, haben wir einen Trizeps, der unseren Arm dann wieder streckt. Und wir müssen natürlich hier aufpassen, dass wir bei so einer reflexartigen Bewegung nicht beide Muskeln gleichzeitig aktivieren, sondern dass wir nur in unsere
Steuerung in eine Richtung anwenden. Das heißt also hier, auch bei diesen monosynaptischen Reflexen kommt es dann gleichzeitig zu einer Hemmung eines Gegenspielermuskels. Im Gegensatz dazu, polysynaptische Reflexe sind mit größeren Prozessen verknüpft. Da haben wir also nicht nur eine Aktivität, die rein in einem Muskel stattfindet, sondern hier haben wir eben eine relativ komplexe Verschaltung, auch über sogenannte Interneuronen. Ein Beispiel für einen solchen polysynaptischen Reiz wäre ein Rückzugsreflex auf einen schmerzhaften Reiz. Wenn wir also beispielsweise auf eine heiße Herdplatte fassen, dann ist dieses Fassen auf die heiße Herdplatte aktiviert Schmerzrezeptoren in unserer Haut. Das aktiviert die sogenannten A-Delta-Fasern, das sind somatosensorische Fasern, die Schmerzinformation leiten. Und dieses afferente Signal aus diesen schmerzleitenden Fasern kommt hier wieder in unserem Dorsal, also unserem Hinterhorn, in unserem Rückenmark an und aktiviert jetzt hier sowohl eben die aktivierenden als auch inhibierende Interneurone, die dann auf unterschiedliche Muskelklassen an unterschiedlichen Orten in unserem Körper eine unterschiedliche Auswirkung haben. Also beispielsweise haben wir bei so einem schmerzhaften Reiz, bei so einem polysynaptischen Reflex ipsilateral, also auf der gleichen Seite, auf der Reiz ankommt, eine Hemmung eines Extensors und eine Aktivierung eines Flexors. Also Flexor, das ist der Muskel, der hier eine Kontraktion, ein Zurückziehen unseres Arms bewirkt. Der Extensor, das ist da bewirkt die Kontraktion eine gegenteilige Bewegung, also eine Auslenkung einer Extremität. Also hier haben wir also ipsilateral, da wird der Extensor gehemmt und der Flexor, der wird aktiviert. Wir ziehen also hier zurück. Gleichzeitig haben wir auf der kontralateralen Seite, also auf der anderen Körperseite, die genau gegenteilige Bewegung. Da wird beispielsweise der Extensor aktiviert und der Flexor, der wird gehemmt. Das bedeutet, wir führen also hier bei so einem polysynaptischen Reflex nicht nur eine Bewegung auf einer Körperseite, in einem Organ aus, sondern haben hier eine Aktivierung eines größeren Körpersystems. Und das können Sie auch bei sich beobachten, wenn Sie also mal einen schmerzhaften Reiz erleben, also wenn Sie mal auf eine heiße Herdplatte fassen, natürlich aus Versehen, dann haben Sie eben hier eine relativ große Rückzugsbewegung, die hier so mit so einem gegenläufigen Prozess einhergeht. Bei diesen Reflexen, bei dieser Aktivierung ist natürlich dann eben immer so eine gegenseitige Aktivierung und gegenseitige Hemmung ganz zentral. Und jetzt wollen wir uns mal diese Aktivierung und diese Hemmung hier genauer anschauen. Das Erste, was wir uns hier anschauen, ist die sogenannte reziproke Hemmung, also die gegenläufige Hemmung. Das heißt, wir haben hier diese reziproke Hemmung. Ein Fall von dieser reziproken Hemmung haben wir gerade eben schon kennengelernt, nämlich dieser gegenteilige Effekt auf Extensor und Flexor über unterschiedlich verschaltete Interneuronen. Also hier haben wir aktivierende oder hemmende Interneurone und die führen eben zu einer gegenteiligen Aktivierung von Extensor und Flexor, um eben hier diese, je nachdem, welche Bewegung ich hier ausführen möchte, eine gemeinsame Aktivierung oder Hemmung unterschiedlicher Muskeln zu aktivieren. Und wir haben auch gleichzeitig aus unserem zentralen Nervensystem eine absteigende Erregung über aktivierende Motorneurone oder die Aktivierung inhibierender Interneurone, die eben hier auch über diese absteigende Innervierung hier einen gegenteiligen Effekt haben können. Also auch wenn ich beispielsweise die bewusste Entscheidung treffe, ich möchte meinen Arm strecken, dann muss ich natürlich auch gleichzeitig meinen Extensor aktivieren und meinen Flexor hemmen. Also sprich, diese Aktivierung, diese absteigende Aktivierung aus unserem Nervensystem aktiviert eben sowohl den aktivierenden Muskel als auch über ein Interneuron hat eine hemmende Wirkung. Wir haben diese Aktivierung und Hemmung aber auch direkt auf Ebene des Rückenmarks über eine sogenannte Feedback-Schleife. Diese Rückwärtshemmung, die nennt man auch Renshaw-Hemmung. Denn diese Renshaw-Hemmung, die
involviert eine ganz bestimmte Klasse von Interneuronen, die sogenannten Renshaw-Zellen. Diese Renshaw-Zellen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben sehr stark verzweigt sind und eben hier sowohl ein aktivierendes Motorneuron hemmen können, als auch ein hemmendes Interneuron aktivieren können. Das heißt, wir haben hier über diese Renshaw-Hemmung eigentlich einen gegenteiligen Prozess zu unserer Aktivierung, sprich unsere Aktivierung wird gebremst und diese Hemmung, diese Inhibierung, die wird auch gebremst. Also wir haben hier also quasi so einen gegenteiligen Prozess, die Aktivierung wird gebremst, die Bremse wird aber auch gelöst und damit können wir eben so eine ganz dynamische Feinsteuerung an Muskeln vornehmen. Das kennen Sie auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, wenn Sie beispielsweise aufrecht stehen. Das können Sie mal bei sich beobachten, wenn Sie beispielsweise auf einem Bein aufrecht stehen. Dann macht Ihr Bein, Ihre Beinmuskulatur, Ihr ganzer Körper ganz, ganz kleine, ganz feine Ausgleichsbewegungen. Und diese feinen Ausgleichsbewegungen, die erfolgen eben hier über die Aktivierung dieser Renshaw-Zellen, die eben hier diese Feinsteuerung zwischen Aktivierung und Hemmung ermöglichen. Und jetzt wollen wir mal weitergehen und schauen, okay, wie wird denn abgesehen von der Verarbeitung auf dem Rückenmark eigentlich Informationen in unserem motorischen System geleitet? Dazu müssen wir uns die Signalbahnen in unserem motorischen System genauer anschauen. Ich hatte es ja schon am Anfang erwähnt, wir haben eine topografische Ordnung in der grauen Substanz und wir haben auch eine topografische Ordnung in der weißen Substanz. Dass wir hier in dieser weißen Substanz, also der weißen Substanz, das sind ja die myelinisierten Axone, und da können wir auch in diesen myelinisierten Axonen ganz bestimmte funktionelle Einheiten unterteilen. Diese weiße Substanz, die können wir ganz grob einteilen in laterale Pfade und in ventromediale Pfade. Laterale Pfade, die Pfade an der Seite, ventromediale Pfade, das sind die Pfade in der Mitte. Und genauso wie wir eben in der grauen Substanz eine topische Ordnung haben, Sie erinnern sich nochmal, die lateralen, die distalen Bereiche, die innervieren auch die distale Muskulatur, die proximalen Bereiche, also die innenliegenden Bereiche, die innervieren auch die proximale Muskulatur. Genauso haben wir eben hier in der weißen Substanz eine topische Ordnung, das nämlich diese lateralen, also diese außen gelegenen Pfade, die innervieren unsere Willkürmotorik in der distalen, in unseren Extremitäten, und die ventromedialen Pfade, die sind eher relevant für unsere Rumpfmuskulatur, also für die Innervation unserer Körpermitte. Schauen wir uns jetzt zunächst einmal die lateralen Pfade an. Die wichtigste laterale Bahn ist dabei die sogenannte Pyramidenbahn. Diese Pyramidenbahn, die entspringt hier in unserem motorischen Kortex, zieht vom motorischen Kortex über den Thalamus, über die sogenannten Crura cerebri, die Hirnschenkel, aus unserem dann zum Rückenmark und entläuft eben unser Rückenmark auf der ipsilateralen Seite unser Rückenmark entlang und kreuzt sich dann relativ spät auf die kontralaterale Seite, also kurz vor der Rückenmarksebene, auf der dann eben unser motorisches Neuron entspringt, haben wir hier eine Kreuzung in der Pyramidenbahn. Und mit dieser Pyramidenbahn, da steuern wir unsere distalen Extremitäten sehr präzise an. Das ist eine sehr, sehr dicke, sehr, sehr große Faserverbindung, mit der wir dann beispielsweise unsere Feinsteuerung unserer Finger erledigen. Das zweite, diese zweite Bahn, die wir hier lateral anschauen sollten, ist die sogenannte rubrospinale Bahn, die im sogenannten Nucleus Ruber entspringt. Den Nucleus Ruber, den haben wir auch schon kennengelernt. Das ist ein Kerngebiet in der Medulla oblongata, die eben hier so rot erscheint, deswegen der Nucleus Ruber, der einfach rot aussieht. Der ist relevant für die grobe Willkürbewegung, also die Körperhaltung und große Ansteuerung größerer Muskelbewegungen. Also hier eben hier diese so Armbewegung, relativ grobe Bewegung, da ist eben hier dieser Nucleus Ruber, also der Ruberospinaltrakt, ganz relevant.
Auf der anderen Seite haben wir unsere sogenannten ventromedialen Pfade. Diese ventromedialen Pfade, die entspringen, da haben wir drei ganz wichtige Anteile. Das eine ist der Pfad, der im Nucleus vestibularis entspringt. Und Nucleus vestibularis hängt mit unserem Vestibularorgan zusammen, also mit unserem Gleichgewichtsorgan. Sprich, dieser Vestibularpfad, der ist relevant für eben die unsere aufrechte Körperhaltung, die Stabilisierung aus unserer Körperhaltung. Da bekommen wir also Informationen aus unseren Gleichgewichtsorganen, die uns dann sagen, wo wir uns ausrichten sollen, um eben einigermaßen eine aufrechte Körperhaltung zu bekommen. Also eben auch wieder hier Kerne eher in tiefen Hirnstrukturen, die hier dann eben durch unser Rückenmark ziehen. Der zweite Pfad ist eben der sogenannte Tectospinalpfad, der entspringt hier im Tectum. Tectum haben wir auch schon kennengelernt, unserem Mittelhirn, die eben dann relevant ist für genau den gleichen Prozess, aber eben für die Kopf- und Nackenposition. Also nicht nur für die Lage unseres Rumpfes, sondern vor allem für die Lage unseres Kopfes und des Nackens, der hier eben aber auch stabilisierend auf unsere Körperhaltung sich auswirkt. Und zu guter Letzt haben wir noch den retrospinalen Trakt, der in der Formatio reticularis entspringt, der eben auch wieder hier ganz relevant ist für die Aufrechterhaltung unserer Körperhaltung, also für die Körperstellung im Raum. Sie sehen hier schon unsere Formatio reticularis, die haben wir schon kennengelernt als Teil dieses Aktivierungssystems und hier eben auch eben diese absteigende Bahn aus dieser Formatio reticularis, ganz relevant dafür, dass wir eben hier eine aufrechte Körperhaltung einnehmen, die hier eben vor allem ganz relevant ist für die sogenannten Anti-Gravity Muscles, also für die Muskeln, die hier unserer Schwerkraft entgegenwirken, die uns also hier in unserer aufrechten Haltung halten. Schauen wir uns das nochmal genauer an, hier im Schaubild. Wir haben unseren motorischen Kortex. Aus diesem motorischen Kortex entspringt eben unserer Kortikospinaltrakt, unsere Pyramidenbahn, die dann eben direkt ins Rückenmark zieht. Und abgehend von dieser Bahn haben wir dann eben diese Nebenbahnen, wie eben diese lateralen Pfade aus dem Red Nucleus, dem Nucleus Ruber, oder eben die ventromedialen Pfade, eben hier aus dem retikulären System oder hier aus dem Vestibularkerne, die dann eben alle über das Rückenmark zu unserer Muskulatur ziehen. Und jetzt schauen wir uns mal genau eigentlich an, wie dieses motorische System auf kortikaler Ebene organisiert ist. Auf kortikaler Ebene sind mehrere Areale in unserem motorischen System relevant. Die haben wir auch schon in den letzten Wochen so ein bisschen kennengelernt. Ganz wichtig ist, dass unser motorisches System zu großen Teilen anterior der Zentralfurche angelegt ist. Wir haben hier entlang der Zentralfurche, also an der Vorderseite der Zentralfurche, da finden wir den M1, auch Brodmann Area 4 genannt. Das ist unser primärer motorischer Kortex. In diesem primären motorischen Kortex, da werden tatsächlich die Bewegungsmuster geplant, um dann eben hier bewusste Bewegungssteuerung auszuführen. Anterior dieses primären motorischen Kortex finden wir die supplementär- und prämotorischen Areale. Diese supplementär- und prämotorischen Areale, die hier eben anterior der Zentralfurche liegen, die sind relevant für die Planung und Steuerung von großen Handlungsabläufen. Also die sind eben relevant für die Initiierung von so großen Handlungsplänen wie ich möchte aufstehen. Also ich möchte eine relativ komplexe Bewegung ausführen und diese relativ komplexe Bewegung, die muss dann von den prämotorischen und supplementärmotorischen Arealen in den primärmotorischen Kortex übertragen werden, um dann im primären motorischen Kortex in tatsächliche Muskelbewegung übersetzt zu werden. Ganz vorne haben wir natürlich unseren Präfrontalkortex. Der Präfrontalkortex, der ist ja ganz stark beteiligt an allen Bewusstseinsprozessen, also an Denken, Planung,
handeln. Da ist eben unser Präfrontalkortex ganz stark beteiligt. Und in diesem Präfrontalkortex, da generieren wir also unsere bewussten Ideen, unsere bewussten Prozesse. Also eben die Generierung der Intention, ich möchte aufstehen, passiert hier im Präfrontalkortex. Und dieser Plan muss dann eben hier an den prämotorischen und supplementärmotorischen Kortex übertragen werden, die dann quasi hier das Handlungsmuster erstellen, um dann eben dieses Handlungsmuster an unseren primären motorischen Kortex zu übertragen. Posterior haben wir dann unser somatosensorisches System, mit dem wir also die Informationen aus unserem Körper verarbeiten. Abgesehen von diesen kortikalen Verarbeitungsebenen haben wir auch ganz wichtige subkortikale Steuerungskreisläufe. Das eine ist der Steuerungskreislauf über die sogenannten Basalganglien. Die Basalganglien, die haben wir letzte Woche auch schon kennengelernt. Das ist diese Ansammlung von tiefen Hirnstrukturen, wie beispielsweise Striatum, Substantia nigra, also diese Verschaltung von diesen tiefen Hirnstrukturen. Und der zweite Steuerungskreislauf ist der Steuerungskreislauf über unser Kleinhirn, also das Kleinhirn, was hier hinten dran hängt am Gehirn, das also auch hier an der Feinsteuerung im motorischen System ganz beteiligt ist. Schauen wir uns jetzt also zuerst mal den Steuerungskreislauf über die Basalganglien. Ich hatte schon gesagt, die Basalganglien, das ist ein Zusammenschluss, eine Ansammlung von unterschiedlichen tiefen Hirnkernen. Da haben wir also funktionelle Einheiten, die sich zu einem funktionellen Netzwerk zusammenschließen. Ganz relevant hier für diese Basalganglien ist der Thalamus, der ventrolaterale Thalamus, unser Striatum. Dieses Striatum heißt deswegen Striatum, weil es im Hirnschnitt gestreift ausschaut. Dieses Striatum besteht eben aus dem Nucleus caudatus und dem Putamen. Und dann haben wir auch noch tiefer liegende Strukturen wie den subthalamischen Nucleus, also den Nucleus, der unterhalb des Thalamus liegt, und die Substantia nigra und eben auch den sogenannten Globus pallidus. Also Sie sehen hier, das sind alles so ganz funktionell definierte Einheiten, die sich dann eben zu einer größeren Funktion zusammenschließen. Und das Wichtige hier ist, dass die sich alle gegenseitig beeinflussen, nämlich entweder aktivierend oder hemmend. Und in diesem gegenseitigen aktivierenden oder hemmenden Einfluss kann dann eine aktivierende oder hemmende Wirkung auf unsere Bewegungen realisiert werden. Wichtig hier ist, dass sowohl eben die Substantia nigra, diese schwarze Substanz in unserem Mittelhirn, als auch der Nucleus subthalamicus beide eine aktivierende, eine erregende Hemmung haben. Aber wir haben hier eine Verschaltung über eine hemmende Zwischenverschaltung, die dann eben hier diese hemmende Zwischenverschaltung innerhalb des Striatums, die dann eben für diese relative Aktivierung in diesen beiden Systemen relevant ist. Schauen wir uns also ganz kurz hier dieses Verschaltungssystem an. Diese Basalganglien, die sind ganz relevant für die Feinabstimmung und Koordinierung von Willkürbewegungen. Wir haben zwei Pfade durch unsere Basalganglien, wobei der direkte Pfad für eine Verstärkung oder Initiierung von Willkürbewegungen relevant ist. Also wenn Sie einen Plan fassen, Sie fassen also die Intention, ich möchte aufstehen, dann wird diese Intention in ein Bewegungsmuster übersetzt. Dieses Bewegungsmuster wird im primären motorischen Kortex dann in die Aktivierung einzelner Muskelgruppen aktiviert. Und diese Aktivierung durchläuft dann die Basalganglien. Und dieser direkte Pfad ist dann relevant für die Verstärkung und Initiierung, also den Beginn dieser Willkürbewegung. Auf der anderen Seite, der indirekte Pfad, der ist relevant für die Hemmung in diesem motorischen System, also für die, ist quasi eine Bremse zu diesem direkten Pfad. Wir haben also hier ein Zusammenspiel aus direktem und indirektem Pfad, wenn der direkte Pfad aktivierend und der indirekte Pfad hemmend wirkt. Hier in diesen Basalganglien haben wir einen Neurotransmitter, der ist ganz zentral, unser Dopamin. Dieses Dopamin wird hier gebildet im Nucleus, in der Substantia nigra. Und dieses Dopamin wirkt jetzt eben hier aus der Substantia nigra auf unser Striatum und wird hier eben dann über diese ganze Signalkaskade beispielsweise
kann sich hier dieses Dopamin eben beispielsweise hemmend auf diese Aktivität in diesen Basalganglien auswirken. Und dieses Zusammenspiel hier von diesen unterschiedlichen Kernen in diesen Basalganglien, das ist eben ganz relevant für die Feinsteuerung in unserer Motorik. Und Ausfälle in dieser Feinsteuerung der Motorik äußern sich dann im sogenannten Tremor, also einem Zittern der Muskulatur, die also hier, wir haben dann also hier Probleme mit der Ansteuerung, mit der Initialisierung von Bewegungen und der Feinsteuerung von Willkürbewegungen, also von zielgerichteter Bewegung. Und diese Probleme der Willkürbewegung, die finden wir bei zwei neurologischen Erkrankungen, beispielsweise bei der Parkinson oder bei der Huntington-Erkrankung. Bei der Parkinson-Erkrankung, da sterben die Neurone in der Substantia nigra ab. Sie sehen es hier im Schaubild, da finden wir also im unteren Schaubild auf der Seite, da finden wir eben oben, oben ist dargestellt im gesunden Gehirn, da ist diese Substantia nigra so schwarz zu sehen, und bei der Parkinson-Demenz, da ist dann diese Substantia nigra nicht mehr vorhanden. Hier fehlt also der Input mit Dopamin in diese Basalganglien. Auf der anderen Seite, bei der Huntington-Erkrankung, atrophiert, sterben ab diese Bereiche des Striatums. Sie sehen es hier im Hirnschnitt, wenn Sie das vergleichen zwischen gesunden und erkrankten Gehirn, da fehlen eben hier Nucleus caudatus und Putamen, die sind hier atrophiert, also ist auch hier diese Feinsteuerung über die Basalganglien hier gestört. Der zweite Steuerungskreislauf, den wir uns anschauen müssen, ist der Steuerungskreislauf über unser Kleinhirn. Unser Kleinhirn, das hängt hier hinten am Gehirn dran und das ist ganz relevant für die Feinabstimmung von initialisierten Bewegungen. Also nicht für die Initialisierung, für den Beginn von Bewegungsmustern, sondern für die Integration von Feedback über Bewegungen. Dieses Kleinhirn ist also ganz relevant für die Feinabstimmung und Koordination von Bewegungsabläufen im Zusammenhang mit der rücklaufenden Information aus unserem somatosensorischen System. Wir bekommen also afferente Informationen aus unseren Muskeln, aus unseren eben 1a, 1b und Beta-Fasern, aus den Sehnen, aus der Haut, also all die Informationen über die Lage unseres Körpers. Dieses Feedback läuft hier eben zurück in unser Kleinhirn. Genauso bekommen wir hier Feedback aus den Interneuronen der Reflexbahn. Auf der anderen Seite bekommen wir eben efferente Informationen vom Hirnstamm und Rückenmark, aus dem Thalamus und dem Motorkortex, also auch genau wie bei den Basalganglien, die Information, die aus unserem zentralen Nervensystem herausläuft, die läuft hier über das Kleinhirn, das Cerebellum, und wird hier eben mit der sensorischen, mit der afferenten Information verschaltet, um hier dann abgestimmt zu werden. Das heißt, wir haben hier in unserem motorischen System eine parallele Informationsverarbeitung. Schauen wir uns dieses Schaubild nochmal im Detail an. Wir haben auf der größten Ebene unseren Neokortex. Wir haben hier in unserem Präfrontalkortex, da generieren wir Intentionen, da wird unser Bewusstsein gesteuert. Hier haben wir also ein Generieren von einer Intention, ich möchte eine bestimmte Handlung ausführen. Diese Intention, die übersetzen wir dann im Supplementär- und prämotorischen Kortex in komplexe Bewegungsmuster, wie beispielsweise, ich habe die Intention, ich möchte aufstehen, also wird ein ganz bestimmtes Bewegungsmuster erzeugt, generiert, das hier meine ganz verschiedenen unterschiedlichen Muskeln mit einschließt. Dieses Bewegungsmuster wird dann in unseren primären motorischen Kortex übertragen, um da eben hier in die Einsteuerung, in die Ansteuerung einzelner Muskelgruppen übersetzt zu werden. Und aus diesem motorischen Kortex laufen dann diese Bahnen, diese lateralen und die lateralen Bahnen hier absteigend ab, die dann eben die Verbindung zum Rückenmark herstellen. Natürlich, abgesehen von diesen lateralen Bahnen, haben wir auch die ventromedialen Bahnen, die eben hier in tieferen Hirnstrukturen entstehen, die dann eben relevant sind für unsere Rumpfhaltung. Diese Information, die aus dem motorischen Kortex generiert wird, die läuft dann eben sowohl über die Basalganglien als auch über unseren
unser Kleinhirn. Wir haben also hier solche Feedback-Schleifen über die Basalgangen und über das Cerebellum, das Kleinhirn, die dann für die Feinsteuerung dieser Muskelbewegung ganz relevant sind. Das ist also tatsächlich ein ständiges Feedback-System aus, ich generiere eine Intention, ich beginne eine Intention, diese Intention wird dann also absteigend, efferent zu unseren Muskeln geschickt und der Integration der afferenten Information über dann den Effekt der Muskelaktivierung. Also beispielsweise, habe ich die Bewegung ausgeführt, die ich eigentlich ausführen wollte? Habe ich den gewünschten Effekt hervorgerufen? Oder muss ich hier eine Feinsteuerung vornehmen? Also muss ich beispielsweise hier meine Bewegung adaptieren oder muss ich beispielsweise meine Kraft, die ich aufwende, an mein Ziel anpassen? Damit sind wir am Ende unserer achten Sitzung zum motorischen System. Ich hoffe, Sie haben heute mitgenommen, wie unser motorisches System aufgebaut ist, von den kleinsten funktionellen Einheiten, unseren Muskelzellen, wie diese Muskelzellen durch Nerven aktiviert werden, wie wir aus dem Zusammenspiel zwischen afferenten und efferenten Informationen an unsere Reflexe realisieren und wie wir auch bewusste Steuerung in unserem motorischen System über die lateralen und ventromedialen Pfade und über die Feedbackschleifen, über die Basalganglien und das Cerebellum realisieren. Und Sie haben hoffentlich so ein bisschen was über die hierarchische Struktur in unserem motorischen System gelernt. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn wir uns dann unseren sensorischen Systemen zuwenden.